Resultat. Und jetzt Shannon Müller am Stufenbahren, geht zusammen ans Gerät mit Steve Nunio, ihrem Trainer, die Weltmeisterin von Birmingham. Noch einen Flugteil. Und sicherer Stand. Nunio reißt die Arme hoch dort hinten in seiner ganz typischen Art. Ballt die Fäuste. Das kann er wahrscheinlich auch, denn das war locker 9,8,5. Ja, ein glänzender Auftakt für Shannon Müller. Das Ziel ist ganz klar umrissen. Verteidigung des Weltmeistertitels von 93. Und damit ein für alle Mal Kim Smeschkal ausgestochen, die Konkurrentin aus dem eigenen Lager. Die beiden haben sich nie geliebt, die Trainer haben sich eher gehasst. Bella Caroli und Steve Nunio haben trotzdem miteinander arbeiten müssen in der Vergangenheit. Denn auch beim amerikanischen Verband sind die Heimtrainer natürlich mit von der Partie, wenn die großen nationalen, internationalen Wettkämpfe auf dem Programm stehen. Das war ein Wettbewerb untereinander, man hat sich hochgeschaukelt und ist auch damit zu internationalen Höhen gestoßen. Ja, Müller, die Wertung 9,850 und das war die klar beste Wertung.